Berlins stärkste Wasserball-Rivalen treffen aufeinander. Am Samstag liefern sich die Wasserfreunde Spandau 04 in der Schwimmhalle Schöneberg ein aufgeheiztes Derby gegen die SG Neukölln Berlin. Die Neuköllner in den weißen Kappen wissen, dass es für sie kein leichtes Spiel wird. Gegen Spandau ist es immer schwierig zu spielen. Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft, deutscher Meister und Rekordmeister. Die Spandauer gehen mit starken Toren, wie das des Neuzugangs Marin Tomasovic, direkt in Führung und machen ihren Gegnern Druck. Die Mannschaft von Andreas Schlotterbeck bleibt jedoch standhaft und kann in der ersten Halbzeit einige Tore erzielen. Wir sind ein bisschen schwach und ein bisschen langsam in die erste Halbzeit gestartet. Nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir wollten ein bisschen schneller spielen, probieren schnell die Zente anzuspielen. Es hat am Ende ein bisschen besser funktioniert. In der zweiten Spielhälfte gelangen die Neuköllner noch mehr in Bedrängnis und haben durch Spandaus starke Verteidigung kaum noch Chance auf Tore. Die Wasserfreunde behalten den Vorsprung und Bilal Badamassi fundiert den Sieg der Spandauer mit 23:6 in den letzten 2 Sekunden. Wir haben heute einen guten Job gemacht und ich glaube, dass wir gut für unser nächstes Spiel vorbereitet sind. Die Spandauer müssen sich am kommenden Dienstag in der Champions League gegen die spanische Mannschaft behaupten, während es für die Neuköllner zunächst nach Duisburg geht. Das nächste Aufeinandertreffen der beiden Berliner Mannschaften findet im nächsten Jahr statt und dann ist wieder ein aufgeheiztes Derby garantiert.